Hey Freunde, was geht? Wizard am Start. Okay, jetzt chillen wir erst einmal eine Runde. Hey Freunde, ich habe die Packung geöffnet und für den Monat Jänner habe ich diese Box hier von Yalumbi. Ich hoffe, ich spreche das aus. Da eine nette Karte, das habe ich schon vor Weihnachten gekauft. Vor Weihnachten. Treuer, ja. Okay, wieder wurscht. Zuerst machen wir das kleine Geschenk, auf das wir es nicht kauft, das haben wir gerade dazu geschickt. Mal gucken, was das ist. Digga, ich wollte mir schon eine kaufen, ich schwör, Digga, ich wollte mir einen Thermoskanne für die Arbeit kaufen. Digga. Es hätten das gerochen, dass ich Kaffee dafür mitnehmen kann. Ja. Leute, es läuft. Ein gratis Geschenk. Danke, wie heißt es nochmal? Yalumbi. Ich krieg's nicht mehr zu. In der Wurst, das kann ich später machen. Aber jetzt kommt's, jetzt wird's richtig spannend. Und ja, es heißt Yalumbi. Das Witzige ist, die schicken eigentlich nicht nach Österreich, aber ich hab's privat angeschrieben, weil das die cooleren Mystery Boxen sind, glaube ich, die am deutschsprachigen Markt zur Verfügung stehen. Da mache eine große Auswahl an Mystery Boxen, ich mache jetzt gratis Werbung, die wird nicht bezahlt oder so. Habe ich mir selbst gekauft. Und die waren so nett, dass das mir dann trotzdem nach Österreich geschickt haben. Und jo, machen wir mal auf. Es ist übrigens die Mystery Box Gadgets and Gimmicks. Mal gucken, mal gucken. Okay. Viel Spaß mit deiner Mystery Box Gadgets and Gimmicks wünschen dir Anna und Chris von Yalumbi. Danke liebe Anna, danke lieber Chris, oder der Chris. Die Chris oder der Chris, auf jeden Fall Dankeschön, okay. Das müsst ihr ja mal geben, eigentlich. Es ist. Oh, es wäre das Video bestimmt gewesen, das mit dem Beil öffnen, die Box. Das ist, würde ich sagen, ein Pizzaschneider. Als Tomahawk. Das ist ein Pizzaschneider. Digga! Also, Qualität. Naja, schauen wir weiter. Was da noch schönes ist. Clip-on Cable Organizer. Das ist, dass man quasi die Kabel da rein gibt und dann organisiert. Mal gucken. Mal gucken, was da noch drin ist. Was haben wir da cooles? Spieluhr Harry Potter. Warte mal, Digga. Digga, schwer. Wenn das jetzt die Hogwarts-Musik ist, dann scheiße ich mich an. Ey, das ist... Aber das Coolste, oder wie? Leute, läuft! Digga, heftig! Na, richtig cool! Weiter geht's! What's this? Mal gucken. Nö. Okay. Capcom. Was mache ich damit? Also, irgendeine Waffe ist das. Da kann man irgendwas reingeben.
Aber ich hab jetzt nichts dazu bekommen. Ich probiere es später noch einmal aus, Leute. Das ist. Vielleicht, ich probiere auch mal was. Dass ich da die Munition quasi reingebe. Ah, Digga! Wenn man in der Schule ist und so sich denkt, ja, oder Hurenbock neben mir, den knall ich ab und dann rest in peace, Bruder. Ich glaube, da kann man auch, ich glaube, da soll man Münzen reingeben, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß einfach nicht, was Cap heißt, das ist das Problem. Okay. Ist ja wurscht, machen wir weiter. What? Ah, Digga. Auto-Tracking-Kamera. Also das hört sich verdammt geil an. Ich hoffe, man sieht. Ist die Kamera richtig in der richtigen Höhe? Schade, wenn nicht. Richtig schade. Okay. Hallo. Digga. Ich muss mich am Zutlehnen, da ist die Kamera auf der richtigen Augenhöhe. Digi. Digga. Was kannst du, Cloud? Wie viel Kamera? Das ist ja mal geil. Das ist eine Kamera. Wie funktioniert das? Ich muss irgendwann einen Schalter geben. Oder? TF-Reset. Schauen wir mal da rein. Okay. Den Roboter schneide ich nachher dazu, das probiere ich dann noch einmal, aber ich weiß gar nicht, wie ich das einschalte. Mache ich nachher. Na los, weiter geht's. Schauen wir mal, was drin ist. Okay. Warte mal. What's this? Hey guys, what's this? Oh! Okay. Es ist ein Stativ, aber ich verstehe es nicht ganz, was das jetzt ist. Wenn man sowas anschaue, da könnte man das Handy anspannen vielleicht. Keine Ahnung. Oh. Da haben wir noch, oh Gott. Oh Gott. Krass. Da kann man so, statt immer aufs Handy zu schauen, mit Bluetooth verbinden und so, Schnecke. Yes, okay. Coole Sache. Aber ich glaube, Leute, war eine coole Box.
Nächstes Monat gibt es wieder eine. Insgesamt gibt es 3 Boxen. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal bestellen werde. Ich meine, das ist richtig geil. Ich meine, allein wegen denen ist das schon alles wert, was überhaupt geht. Wenn man es richtig in die richtige Richtung dreht halt. Okay, Leute. 2 Boxen gibt's noch, jedes Monat eine. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei diesem Unboxing. Leute, lasst bitte ein Abo und ein Like da, dass ihr mit mir gemeinsam auf YouTube wachsen könnt. Wir müssen eine geile Community bilden. Ich meine, warum nicht, oder? Warum sollte man keine geile Community bilden? Ist ja hirnrissig, wenn nicht eigentlich, oder? Ey Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Haut rein, Leute. Küsschen. Ciao.